kann sich nicht lange mit UFOs beschäftigen, ohne auf Dr. Stephen Greer zu stoßen. Er ist Kopf und Sprecher des Disclosure Projects und stellt seit Jahren massenhaft eidesstattliche Aussagen von Ex-Militärs zur Verfügung. Außerdem briefte er ranghohe Politiker, wie zum Beispiel den damaligen CIA-Direktor Woolsey. Aber nicht nur das. Er selbst hatte seinen Aussagen nach bereits als Jugendlicher eine Nahtoderfahrung, in welche er nicht nur den Körper verließ, sondern auch auf intelligente Wesen traf, mit denen er kommunizierte. Ihm wurde vor Augen geführt, wie Körper und Geist miteinander verbunden sind und dass der Geist diesen unter Umständen auch verlassen kann. Basierend auf dieser Gewissheit und der Motivation, auch ohne ein NATO-Erlebnis Kontakt zu anderen Wesen aufnehmen zu können, entwickelte er ein Konzept, das einem dies ermöglichen soll, dem CE5. Das steht für Close Encounter of the Fifth Kind und beschreibt die Möglichkeit, durch Meditation und Remote Viewing Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen, um sie auf die Erde einzuladen. Durchgeführt wird das meist in Gruppen und im Freien, um den Nachthimmel beobachten zu können, um eventuelle UFOs sehen zu können. Es gibt mehrere Gruppierungen, wie zum Beispiel die Rama-Gruppe oder die E-City Ranch, die im Grunde nichts anderes machen. Die Ergebnisse sind teilweise gut überprüfbar, wie zum Beispiel eine UFO-Sichtung direkt über der Gruppe, teilweise nicht, da die Resultate ebenso im Kopf der Teilnehmer stattfinden, wenn sie telepathisch Nachrichten empfangen. Die Gruppen haben meist Laserpointer, Nachtsichtgeräte und anderes Equipment und versuchen die UFOs dazu zu bekommen, Flugmanöver zu fliegen, die normalerweise nicht möglich sind, oder aufzupowern als Zeichen des Kontaktes. Nachdem ich durch das Disclosure Project erfuhr, dass UFOs existieren, wollte ich natürlich am liebsten eins mit eigenen Augen sehen. Viel öfter als zuvor schaute ich in den Himmel. Ziemlich bald wollte ich CE5 selbst ausprobieren, um endlich selbst eins zu sehen. Durch meine Remote Viewing und Liebesreisexperimente hatte ich weniger Probleme damit, davon auszugehen, dass CE5 auch funktioniert. Beim ersten Mal waren wir zu dritt. Es war der 5. Dezember 2015 und ein globaler CE5-Tag. An diesen Tagen machen Gruppen aus der ganzen Welt CE5s. Es war aber sehr kalt, deshalb gingen wir nach ca. 3 Stunden wieder nach Hause. Professionelle Teams bleiben die ganze Nacht bzw. mehrere Tage. Zu sehen bekamen wir beide nichts. 6 Tage später, am 11. Dezember, war einer der beiden aus der CE5-Gruppe bei mir zu Besuch. Ich zeigte ihm etwas am PC, als er plötzlich meinte, ich solle schnell aus dem Fenster schauen. Ich sah sofort, was er meinte. Eine rote Feuerkugel flog von Süden auf uns zu. Anstatt es einfach nur zu beobachten, wollte ich es unbedingt filmen. Leider klappte das alles nicht so gut. Ich musste im Zimmer nach meinem Handy suchen, dann erkannte mich die Gesichtserkennung nicht, weil ich nach oben und nicht wie sonst nach unten auf das Handy schaute. Zum Glück flog die Kugel nicht geradeaus, sondern machte eine Kurve Richtung Osten. So konnte ich dem Objekt hinterher filmen. Es wird niemanden vom Hocker reißen und bestimmt keinen Skeptiker überzeugen, aber das, was wir da gesehen haben, war schon sehr beeindruckend. Es sah aus wie eine Kugel aus Feuer oder Plasma, die mal rot, mal orange oder weiß flackerte. Ob das mit unserem CE5 zu tun hat? Das nächste Mal verlief ganz anders. Ich war alleine und wollte nachts um ca. 12 Uhr auf der Terrasse eine rauchen. Als ich sah, wie klar der Himmel war, beschloss ich spontan, weiter raus in die Natur zu gehen, um von dort aus den Himmel zu beobachten, während ich rauchte. Die Sterne waren sehr gut zu sehen. Und es dauerte keine 5 Minuten, bis ich direkt über mir viele kleinere, aber auch 2, 3 hellere Sterne sah. Moment mal. Erst nach einer Zeit bemerkte ich, dass sich einer der helleren Sterne ganz langsam bewegte. Nichts unterschied ihn von einem der helleren Sterne, außer dass er sich langsam bewegte. Ich weiß, dass auch Satelliten von der Erde aus sichtbar sind und sie so ähnlich aussehen. Also konzentrierte ich mich auf das Objekt und die Gedanken. Hallo. Willkommen. Kannst du bitte für mich leuchten? Ich schwöre bei Gott, was dann passierte, kann ich bis heute selbst nicht glauben oder mir erklären. Das Leuchten des Sterns stieg plötzlich und unheimlich stark an. Er wurde viel heller und es sah aus, als würde er anschwellen und zwar bis auf die Größe der Sonne. Es sah aus, als ob am Nachthimmel die Sonne steht, nur dass es nicht den Himmel erhellte und es Nacht blieb. Alles, was ich sagen konnte, war: Halt's Maul!
Ich war so perplex und konnte das Halsmaul nur nochmal wiederholen. Da nahm die Leuchtkraft wieder ab und das Objekt erlosch ganz. Es folgte kein Knall, wie es der Fall ist, wenn irgendetwas in der Atmosphäre verglüht. Das habe ich auch schon gesehen und gehört, aber nichts dergleichen. Absolute Stille. Was es auch war, es war das Krasseste, was ich jemals am Himmel gesehen habe. Und da ich für so eine Sichtung überhaupt erst rausgegangen bin, kann ich nicht anders als zu der Vermutung zu kommen, dass es vielleicht wirklich ein UFO war. Zu gern hätte ich die Bestätigung dafür gehabt. Am besten von einem Außerirdischen höchstpersönlich. Ich kann gut verstehen, dass man vor Angst durchdreht, wenn man plötzlich unvorbereitet und ahnungslos vor einem Außerirdischen steht. Aber ich bin vorbereitet. Ich denke nicht, dass sie böse oder schlecht sind. Dafür habe ich von zu vielen positiven Kontakten oder Nachrichten gehört. Ich würde es wirklich zu schätzen wissen, wenn sie Interesse an einem Kontakt zu mir hätten. There's a bunch of flashes over here. Oh, yeah. You see the flashes, too? You see the flashes? Well, that might be an airplane there. Look at that. Yeah. Which direction is it going? I can't get there. Look at the flashes over here. Flashes are coming over here. Oh, wow. Flashes are over here. Thousands of galactic beings out there. We're not just the only galaxy or the only universe. There are multiple galaxies, multiple universes. It's so expansive.